Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 81 von Avarion. Ja, und hatten letztens hier diesen Asteroiden eingenommen und jetzt sind wir auf einem weiteren Weg, um den roten Faden zu finden, wie ihn Thomas Steele nennt. Ich habe natürlich einen schlechten roten Faden, das ist klar. Mein Ziel ist momentan immer Asteroiden einzunehmen und dadurch die Beziehungen zu denen verbessern. Das ist mein Ziel momentan, aber das ist jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen weit weg von der, aber ich wollte mit. War das mit denen hier? Mit denen bin ich doch hier neutral, ne? Nee, da bin ich schon gut, okay. Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Ich wollte natürlich mit anderen Leuten hier eigentlich gut werden, ne? Damit ich das nächste Material kriege. Das ist natürlich hier schlecht sozusagen, ne? Ja, was machen wir da jetzt, ne? Da gibt es einen Handelsposten. Wir sollten jetzt mal gucken, dass wir Waffenfabrik. Ja, komm, suchen wir mal nach einem Ausrüstungsdock hier wieder. Hier in dem Bereich ist keins, ne? Ist tatsächlich nur da eins. Dann lass uns mal über den Weg gerade hier hinspringen. Wo ist der blaue Pfeil? Ach, hier unten ist es schon direkt. Dann fliegen wir da mal hin, dass wir da zum Ausrüstungsdock kommen und gucken, dass wir da ein paar Sachen kriegen und dann wieder Richtung Zentrum mehr. Und wir haben genug Geld, hat der Thomas geschrieben, und Rohstoffe haben wir auch genug. Und ja, das ist halt mein Problem, ne? Ich kann es nicht übers Bein brechen, hier das fertig zu kriegen, ne? Wir sollten auch noch die ganzen Quests machen, ne? Wir haben ja auch noch hier na, so ein paar Sachen hier stehen. Combat Construction zum Beispiel. Ne, das hatten wir ja schon. Also alles Hangar, das hier müssten wir noch machen. Aber dafür gibt es ja hier unter I dann auch noch die Missionen. Finde Svox, den Piratenkönig. Erledigt, lese die mal, die im Abenteuer. Finde Erhand und Svox Whereabout. So, weißt du was? Der rote Faden ist, Thomas, wir fragen jetzt hier irgendwelche Reisenden nach deren Dingens. Svox. Aber der war ja auch nur im Außenbereich zu finden, oder wie war das, ne? Ausrüstungsdock fliegen wir jetzt aber erstes noch an und dann gucken wir nach Swog. So, zack. Einmal das Ausrüstungsdock noch angeflogen. Und dann gucken wir, dass wir die Quest da lösen. Wir sind ja jetzt auch stark genug, um den einen auf den Latz zu hauen. Ne? Das ist das nächste, oder? Reparaturdock. Außer da oben. Da ist es. Einmal kurz rein. Können wir Ausrüstung vorher angucken. Nukleartorpedos. Okay, da müssen wir auch mal drüber nachdenken, welche noch zu kaufen, glaube. Haben wir Jäger? Ich glaube, wir haben gar keine Jäger gekauft, ne? Diese hier, die sind ja alle noch gar nicht da. Ja, das müssen wir dann als nächstes machen. Ja, Abwrackjäger. Aber leider können wir den nicht kaufen, weil war was? Ah, muss ich verbündet sein. Maschinenwerkgolle, ja, Abwrackjäger, okay. Lass uns gerade Point Defense Laser Geschützturm, Doppelplasma Geschützturm, Dreifach Railgun Geschützturm, Dreifach Maschinengeschützturm. Okay. Was haben wir hier? Antriebsupgrade. Schützkontroll bewaffnete und unbewaffnete Slots plus 3. Ja, lass uns da mal hinfliegen und da kaufen wir was ein. Mal knapp daneben zielen, weil wir so eine schlechte Bremse haben, ne? Bam! Wieso bin ich dagegen geflogen? Mein X war doch da drunter, oder? 2440 verschlechtert. Jetzt ist es bestimmt nicht mehr gut mit denen, ne? Doch, ist noch gut. Ey, das kann ja nicht wahr sein, oder? Mann, ey. So, Dockingport bitte einmal.
Da ist ein besserer. Glaube ich jedenfalls. Da oben ist noch ein besserer. So, andocken. Geht gerade nicht. Wir sind aber schon dran. Ausrüstung handeln. Fangen wir jetzt hier an. Geschützkontrollsystem Ball 3 Plus. Machen wir. Kaufen wir auch gleich beide. Schildverstärker, außergewöhnlich. Hightech-Handelssystem. Handelsrouten erkennen, ja. Wirtschaftsübersicht lokal, nein. Kaufen wir, kaufen wir. C43-Detektor, ich weiß gar nicht, was wir alle haben. Gegenstände verkaufen, da sehen wir das doch. Das hier. Ne, das umgekehrt wäre es, okay. Dann scrollen wir durch. Da sind alles Geschütze. Geschützkontrollsystem, Generator, Quantum. Bergbausystem. So, das ist nach Farbe sortiert. Frachtraum-Upgrade. Schmeiß das mal hier weg. Brauchen wir alles nicht. Der C43-Detektor ist in blau, in grün. Bergbau haben wir in grün. Und haben wir hier auch zwei in blau. Was können wir denn hier kaufen? Wie viele? So, ist sogar nur ein weißes. Okay, ne, dann bringt uns das ja gerade nicht weiter, ne? Gut. Point Defense. Nö. Sonderangebot. Ist jetzt hier nichts von Bedeutung, ne? Abwrack, Titan, aber nichts mit R. So, hier können wir noch ein paar Jäger kaufen. Maschinenjäger. Railgun-Jäger. 16,6 Schaden. Reichweite 10,58. Die sind natürlich Hammer, ja? Komm, da legen wir mal ein paar zu. Es gibt keine Freistaffel für den Jäger. Neue Staffel, Shift links 1. Shift links 1. Habe ich jetzt neue Staffel für den Jäger? Nee, ne? Gut, dann müssen wir da erst dran gerade arbeiten. War das Schiffsmenü? Ja. Neue Staffel. Plasmajäger. Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich habe doch gerade keine Plasmajäger an. Da sind sie, okay. Railgun-Post jetzt, ne? Raumjägerproduktion aktivieren. Benötigt Bauplan und Produktionsblöcke, okay. Jetzt können wir noch 2, 4, 5 davon kaufen. Und Plasmajäger werden auch noch gefragt. Da sind die Jäger. Habe ich jetzt 5 gesagt? Ich glaube ja, ne? Sind auch noch 5 da. Also habe ich jetzt noch mehr gekauft? 82 gekauft. Na super, hat ja wieder gut geklappt. Da habe ich irgendeinen anderen gekauft oder sowas, ne? Was war das für einer? Laser. Railgun. Das ist natürlich jetzt auch nicht. Naja, komm, ist egal. Können wir den verschrotten? Oder verkaufen? Entfernen kann ich nicht. Okay, ich will den jetzt nicht im Bauplan machen. Aber schön zu wissen, wie es geht. Plasma.
Ausrüstung, Handeln, da. Aber der Rest ist jetzt auch nicht so der, wo ich sage, das möchte ich gerne haben, oder? 3, Abwracker wäre natürlich schon interessant, ne? Ja, lass mal so. Das hatten wir. Schildverstärker. War das Beste hier. Das lassen wir so. Kann ich denn hier den Jäger verkaufen? Sehe ich den Jäger irgendwo? Wahrscheinlich auf die Schnelle nicht, ne? Gegenstände zurückkaufen ist auch nicht richtig. Ja. Ich glaube, den können wir leider nicht verkaufen. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Kann ich nur kaufen. Okay, dann bleibt das so. Ist aber nicht so schlimm. Da sind wir durch. Unser Ziel ist jetzt zu erfahren, wo wer ist. Kann ich das Güterschiff was anfragen? Gibt es hier etwas Interessantes? Wo ist dein Heimatsektor? Weiß von nichts, aber es ist immer möglich, dass jemand anderes etwas weiß. Du solltest weiter herumfragen. Und Leute an anderen Orten erklären, sie werden andere Dinge wissen. Ja, sehr schön, oder? Also, vielleicht sollte ich den Kaufmann fragen. Der Kaufmann weiß immer was. Kaufleute fliegen immer durch die Gegend. Ich habe dir nichts zu sagen. Oh, super. Du bist ja der echte Held, ey. Wo ist dein Heimatsektor? Ja, schade. Jetzt hier, ne? Da ist man sein Heimatsektor. Okay, der ist ziemlich weit weg. Sektor markieren. Und Heimat. Ja, schade für die Notiz, die jetzt nicht ging. Warum, weiß ich auch nicht. Steig mal wieder ein. Geh mal wieder auf die Karte. Kaufmann. Okay. Wo war das jetzt? Da oben, ne? Heimatsektor Kaufmann, ja. Da müsste man hier entspringen und dann nach da oben. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssten jetzt mal Leute fragen. Was haben wir denn hier so? Ja. Koordinaten da mal eingeben und wir fliegen mal dahin, ne? Und gucken, dass wir da erfahren oder da was erfahren über irgendwelche netten Piraten. So, gibt es hier jemanden, der was wissen könnte? Nicht wirklich, glaube ich, ne? So eine Fregatte, die weiß, glaube ich, nichts oder wie war das? Kannst du gar nicht fragen. Handelsposten. Gut. So viel zu dem Thema. An diesem Bereich waren wir noch gar nicht, ne? Ah, Massensignatur ist da eine. Müssen wir uns mal da drehen. Springen wir da mal hin. Schauen wir uns das mal an. Was da für Massensignaturen sind. Ladezeit. Sabot-Torpedos.
Jetzt ist das Spiel hängen geblieben, oder? Das ist nicht gut, wenn... Ah, doch, geht weiter. Hier sind wir ganz alleine. Gibt es irgendwas? Ist da was? Fliegen wir gerade dahin, so ein bisschen. Okay, da zeigt er mir jetzt was an, aber das ist das Falsche. Ist das ein Asteroid, den ich haben möchte? Ich glaube nicht, ne? Hier ist nichts. Viele Asteroiden, mehr ist hier nicht. Aber da links gibt es noch mehr. Fliegen wir da mal näher noch ran. Ziemlich neblig hier, ne? Hier ist aber auch nichts. Okay. Finden wir jetzt gerade hier nicht. Gucken wir weiter. Und dann richten wir uns neu aus. Und jagen wir dahin und dann gucken wir dann weiter, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.